Weiter geht's mit Übungen unter einer veränderten Ballwahrnehmung. Das ist ein weiteres Mittel im Erwerbstraining, um hier Übungen zu gestalten, die irgendwie anders sind für die Spieler. Und veränderte Ballwahrnehmung heißt immer, dass man ja irgendwie die Sinne des Spielers beeinflussen muss. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Du kannst zum Beispiel unterschiedliche Bälle nehmen. Du könntest leichtere Bälle, schwerere Bälle nehmen. Es gibt natürlich Medizinbälle, mit denen man mal ganz vorsichtig so ein bisschen pritschen kann. Es gibt auch spezielle Zuspielerbälle im einschlägigen Fachhandel zu kaufen. Die sehen genau aus wie Volleybälle, sind aber deutlich schwerer beispielsweise. Es gibt Libero-Bälle, die sehen auch aus wie ein Volleyball, sind aber kleiner vom Umfang her. Da ist die Trefffläche auf den Armen ganz anders. Also die Wahrnehmung in dem Moment, wo so ein Ball gespielt wird, ist eine ganz andere Wahrnehmung. Du kannst auch andere Sinne täuschen. Du kannst irgendwie versuchen, mal mit geschlossenen Augen irgendwas zu machen. Beim Aufschlag könntest du beispielsweise mit geschlossenen Augen den Ball hochwerfen lassen und dann dürfen die Augen aufgemacht werden und dann wird der Aufschlag gemacht. Das ist also eine Beeinflussung des Sichtsinnes in dem Moment. Und wenn du hast vielleicht sowas hier, hä? Mickey Mäuse nennt man das. Ja, man hört dann nichts mehr oder nicht mehr so viel. Und wenn du dir vorstellst, du hast solche Mickey Mäuse auf den Ohren und stehst in der Annahme und drüben auf der anderen Netzseite wird aufgeschlagen, dann hörst du das nicht mehr. Du bist es aber gewohnt, es zu hören. Du hörst es nicht mehr, du musst es sehen und erkennen. Und in dem Moment, wo wir also einen Sinn in dieser Weise negativ beeinflussen, ihn quasi ausschalten, werden die anderen Sinne gestärkt. Die werden stärker beansprucht und die Spieler können sich dann viel mehr auf bestimmte andere Sachen konzentrieren. Wenn ich also nichts mehr höre, dann muss ich die Informationen, die ich sonst mit den Ohren aufgenommen habe, über die Augen bekommen. Ich kann ja sehen, wenn drüben der Aufschläger den Ball hochwirft und dann dementsprechend auch draufhaut. Aber das ist eine ganz andere Bewusstmachung dann dieser Aktion, eine ganz andere Wahrnehmung eben von genau dieser Information. Und so etwas wollen wir erreichen. Übungen unter veränderter Ballwahrnehmung, alles, was da denkbar ist. Langärmelige, kurzärmelige Trikots ist auch noch so eine Geschichte, ne? Du hast ein langärmeliges Trikot und auf einem Arm krempelst du das hoch, auf dem anderen Arm lässt du den Ärmel lang. Dann hast du zwei unterschiedliche Arme, wenn du so willst, ja, einen mit langen Armen, einen kurzen Arm und dann bagger mal den Ball, ja, das untere Zuspiel also. Und dann wirst du feststellen, das fühlt sich anders an. Auf dem einen Arm mit dem Ärmel fühlt es sich anders an als auf dem anderen Arm ohne den Ärmel. Also auch das hier eine unterschiedliche Beeinflussung hier jeweils der Unterarme an der Trefffläche des jeweiligen Balles. Denk dir irgendwas aus, Möglichkeiten gibt es genug und damit erhöhst du also dann die Informationsaufnahme von allen anderen Sinnen, die der Spieler hat. Und das trägt zur Verbesserung seiner Spielweise bei und trägt eben insbesondere dazu bei, die Qualität im Spiel zu erhöhen.